In Scheibenberg begann die jüngste Sitzung des Stadtrates auf dem Dorfplatz in Oberscheibe. Grund dafür war die öffentliche Indienststellung eines neuen Radladers. Bürgermeister Michael Steib über die Neuanschaffung. Das ist der Radlader, nicht der Bauhofmitarbeiter, sondern das ist der Radlader der Bürgerinnen und Bürger. Der fährt für Oberscheibe und der fährt für Scheibenberg. Das Fahrzeug kostete knapp 80.000 Euro. Zur Finanzierung konnten 70.000 Euro Fördermittel genutzt werden. Nachdem es in Sachen Technik in den letzten Jahren laut Bürgermeister etwas haperte, freut man sich über die Vielfältigkeit des neuen Gerätes. Nur mit der notwendigen technischen Ausstattung ist es möglich, effektiv zu arbeiten. Bei einbrechender Dunkelheit führten die Bauhofmitarbeiter allen Interessierten die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten vor.